Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Mein Name ist John McLeod und ich präsentiere euch nach langer Zeit mal wieder ein Rollenspiel. Ein richtig episches, großes Rollenspiel. Ja, es ist von Squaresoft und die meisten haben es bereits erkannt. Wahrscheinlich, weil sie lesen können und den Titel schon gelesen haben. Es handelt sich natürlich um Final Fantasy 8. Yay! Das große neue Hauptprojekt. Es wird täglich eine Folge geben. Je 25 Minuten. Gut, vorerst gibt es nur von Montag bis Freitag eine Folge, aber das ist ja auch eine Menge. Es wird ein 99% Durchgang. Ich werde fast alles machen. Ich werde mir auch das Buch ein bisschen zur Hilfe nehmen. Es ist no blind. Aber es ist... Gut, ich habe es schon viele, viele Jahre nicht mehr gespielt. Schon verdammt lange her. Ich habe sicher vieles vergessen. Ja. Final Fantasy 8, Freunde. Wir lassen noch ein bisschen das Intro laufen. Ich kann ja noch ein bisschen was ablassen. Ich werde Triple Trade spielen. Es wird jeden Mittwoch wird es Triple Trade Folgen geben. Das könnt ihr euch anschauen. Das müsst ihr aber nicht. Wie gesagt, da kommt nichts anderes mittwochs. Freitags wird es eine Aufnahme immer mit Gast geben. Da dürft ihr euch jederzeit melden und könnt live mitgucken und mit mir ein bisschen labern. Ja, ich freue mich sehr drauf. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch mal los. Ich mache noch einen kurzen Soundcheck, ob das soweit passt. Ich spiele übrigens auf der PlayStation 3. Werde das Bild aber so bearbeiten, dass ihr ein schönes Vollbild auf 720p hochskaliert habt. Klar, bei der PlayStation 1 bringt das nicht so viel. Und ich weiß, auf dem PlayStation 1 Emulator würde es hübscher aussehen. Durch die ganzen Filter und so weiter und so fort. Aber ich habe mich dazu entschlossen, das auf der PlayStation 1 zu spielen. Also auf der 3er. Und ja, wer das Spiel kennt, der kommt mit der Grafik ja eh zurecht. Denn Final Fantasy hat andere Stärken. Vor allem dieses. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Okay, ich mache einen kurzen Aufnahmecheck.
Jawohl, Freunde. Final Fantasy VIII, einer der besten Intro-Trailer, die es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Was natürlich auch an dieser genialen Mucke liegt. Boah, da kriege ich immer noch Gänsehaut ein bisschen. Das ist einfach, hui. Ein genialer Einstieg in ein geniales Spiel. Ja, und hier liegt der Verletzte. Man sieht es natürlich sofort. Es ist ein PlayStation 1-Spiel. Bist du okay? Wir machen mal kein Mimimi und sagen klar. Ja. Treib nicht ständig Unsinn. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Wir wissen doch, wie wir heißen. Wir heißen Squall. Ja, und da werden wir den Namen auch so belassen. Squall Leonard heißt der Gute, der Hauptheld quasi vom Spiel. Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Sagen Sie das, Cypher. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen, dein Ausbilder ist... Quistis Drepe. Ich werde ja Bescheid sagen. Ja, das Spiel hat keinerlei Synchronisation, auch in den Filmsequenzen nicht. Quistis, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja, ja. Die Verletzung ist nicht schlimm, die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja, gut. Komm jetzt gleich. Okay. Eine Narbe für die Ewigkeit. Hätte auch schlimmer enden können bei diesem Kampf. Naja. Hui, wer bist denn du? Squall, endlich sehen wir uns wieder. Okay. Ja, ich kenne das Spiel natürlich, aber ich werde nichts vorne wegnehmen. Ich werde immer gucken, dass ich in den gleichen Wissensstand wie der eure spiele. Für die, die es nicht kennen. Das scheint Quistis zu sein. Hübsch. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Oh, okay. Gut zu wissen. Eine praktische Prüfung, ja. Ja, manche halten diese Charaktere vielleicht für sehr verpixelt, aber überlegt mal, Freunde. Final Fantasy VII. Sag mal, Squall. Gibt es etwas, was dich bedrückt? Das hat sich enorm weiterentwickelt im Vergleich zum 7er. Also sieht für damalige Verhältnisse richtig geil aus. Das muss man wirklich berücksichtigen. Und das Spiel, vor allem die Story und alles, ist sowieso... Boah, richtig episch. Nicht wirklich, nicht wirklich. Was ist so komisch? Komisch? Nein, nein, ich freue mich nur. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Ja, wir dürfen uns ein bisschen selbst bewegen, aber nur zum Bildschirm. In andere Richtung nicht. Das geht dich nichts an. Sie scheint mich ja wirklich gut zu kennen. Na gut. Ja, und schon sind wir wieder in einer Filmsequenz. Ich finde den Übergang manchmal echt geil gemacht. Und wir sind wirklich anscheinend auf einer Art Schule, Uni, was auch immer. Ganz schön groß. Und ja, doch sehr modern. Also sieht schick aus. Guten Morgen. Zunächst zum heutigen Plan. Na dann lass mal hören. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Siegprüfung statt. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten.
Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Okay. Ach ja, Cypher? Ja, übrigens, ich bin mir nicht sicher, ob man ihn wirklich so ausspricht. Ich denk's mal, weil im Englischen schreibt man ihn ja auch anders, nämlich S-E-I-F, glaube ich. Und von daher halte ich die Aussprache für richtig. Ja. Man weiß es halt nicht. Es gibt halt keine Vertonung. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Ja, ja, die Schlimmsten sitzen immer ganz da hinten, ne? Ist klar. Das sind auch die Einzigen, die keine Uniform tragen, sehe ich gerade. Wir sehen uns dann später. Okay. Und Squall, komm bitte her, ich muss dich etwas fragen. Ja, da komme ich mal meinem Ruf als Lieblingsschüler nach. Ja, ich kann mich endlich frei bewegen. Muss zugeben, ich habe genau die Szene nochmal aufnehmen müssen, diesen ersten Part, weil die ersten Aufnahmen, die war irgendwie verwaschen, gerade wenn ich hier rumrenne. Jetzt sollte es aber normal aussehen. Ich spiele es, wie gesagt, auf der PlayStation 3. Ich kann euch mal was zeigen, nämlich wenn ich das Kletten ausmachen... Oh, das Kletten ist hier aus. Ich bin ein Held. Wir machen das Kletten mal an, dann sollte es nämlich ein Tick feiner aussehen. Ja, definitiv. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so verpixelt aus. Ich weiß, der Unterschied ist nicht groß. Vor allem für die Grafik-Junkies unter euch. Aber Leute, vertraut mir. Das ist ähnlich wie Lost Odyssey. Sehr, sehr episch. Ja, hallo. Was labert ihr hier? Sei nett zu Frau Treper. Ja, ist ja gut. Und du? Du könntest ja wenigstens lächeln. Und du? Es ist echt eine Ehre, von Frau Treper gerufen zu werden. Ich fühle mich so geehrt. Gut, sie ist ja wirklich eine sehr junge Lehrerin, muss man sagen. Und ich glaube, ich wäre da auch öfters in die Schule gegangen, wenn ich... ja, egal. Du musst noch in die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Ich wollte ja heute früh, aber Cypher kam ja dazwischen. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Oh, okay. Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Okay. Schulrechner, alles klar. Ja, hochmodern ist man vielleicht nicht von jedem Final Fantasy so gewohnt. Dann gucken wir uns doch mal das Ganze an. Beziehungsweise wir können auch mal einen Blick ins Menü werfen. Da möchte ich nämlich ein bisschen was umstellen, was wir uns noch nicht angeschaut haben. Hier, die Einstellungen. Controller würde ich gerne selber machen. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Spiel ist das Menü auf Kreis und das nervt mich total. Das ist wie in jedem Final Fantasy bitte auf Dreieck. So. Das normale Sprechen ist auf X, das andere Sprechen auf Quadrat. Das erkläre ich zu gegebener Zeit noch, was das bedeutet. Ansonsten würde ich das gerne so lassen, wie es ist. Ja, das klingt alles sehr gut. Oh, Vibration können wir einschalten. Warum nicht? So. Okay. Tutorial werden wir nicht brauchen. Ich denke, gut, es ist zwar lang her, ich habe vieles vergessen. Aber ich glaube, das Tutorial können wir uns trotzdem schenken. Das einzige Interessante sind eigentlich die Tests und Nachtests. Und Karten. Es wird ein Kartenspiel geben. Werden wir intensiv spielen, immer mittwochs. Wird lustig. Status, Zauber, da haben wir eh noch nichts. Und das ganze fette System werde ich euch noch erklären. Beziehungsweise wird uns noch erklärt. So, jetzt gucken wir mal kurz am Computer. Am Anfang, gerade Final Fantasy 8, ist ein bisschen zäh. Da muss man erstmal viel quatschen, viel lesen und so weiter. Aber es lohnt sich. Schalten wir das Gerät ein. Da gibt es eine wichtige Sache, die wir auf jeden Fall tun sollten. Das weiß ich noch ganz genau. Nur wo das genau ist, weiß ich nicht. Mal beim Tutorial reingucken. Sie wurden als Schüler Squall identifiziert. Squall besitzt folgende GF. Bitte warten. Ja, GFs. Ich glaube, es heißt Guardian Forces. Ja. Hat bisher die folgenden GF registriert. Quetzalcoatl und Shiva. Guardian Forces sind eigentlich Beschwörungen. Bestias, Esper, wie man es auch immer nennen möchte. Und die spielen in Final Fantasy 8 eine sehr bedeutende Rolle. Deutlich mehr wie in den anderen Teilen. So, Shiva, die kennen wir ja zum Beispiel. Also die sollte man kennen.
Die hier erörterten Punkte können Sie auch unter Tutorial nachlesen. Wenn Sie dazu Tutorial... Ja, ist klar. Tutorial werden wir uns schenken, wie gesagt. Ja, ich habe mir das schon angeguckt. Danke. So, dann gibt es hier noch einiges Nicht-Tutorial... lesbares. Ich werde übrigens mir Zeit lassen. Ich werde mir alles angucken. Ich werde lesen. Das gehört halt dazu. Ich habe keinen Bock auf so einen Durchrusher. Ja, über Zauber. Lass mal hören. Künstliche Zauber. Allgemeiner Begriff für Zauber. Diese Technik der Energieübertragung wurde von dem Zauberexperten Professor Odin entwickelt. Durch entsprechendes Training ist es möglich, Zaubertechniken zu erlernen. Der künstliche Zauber übertrifft jedoch im Normalfall nur selten die Wirkung einer konventionellen Waffe. Okay, das ist gut zu wissen. Ich bin ja eh mehr der Waffentyp. Über die GF dann noch ein bisschen was. Autonomer Energiekörper. Durch die Kombination mit Zauber werden große Energiemengen freigesetzt. Als Nebenwirkung wird die retrograde Amnesie aufgeführt. Allerdings gibt es bisher dafür keine Beweise. Okay. Interessant. Über Hexen und die Magie. Hexen besitzen übernatürliche Kräfte, genannt die Magie. Hühn oder Hain gilt als der Vorfahre aller Hexen. Okay. Dann gehe ich jetzt zurück ins Hauptmenü. Hier gibt es zwar noch einiges mehr zu lesen, aber ich werde das ein bisschen aufteilen. Ich denke mal, wir werden in dieser Schule noch öfters rumhängen. Und es wäre jetzt blöd, den ganzen ersten Part jetzt nur zu lesen. Wir können uns das ja immer pro Part ein bisschen aufteilen. Das reicht. Man könnte es auch ganz lassen, aber wie gesagt, ich will hier wirklich alles zeigen. 99% zumindest. Und da gehört sowas einfach dazu. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Okay, die Schüler sind weg. Dann gehen wir mal gucken. Mit Quistis in die Feuergrotte. Das klingt ja heiß. Ja, erst werden wir uns hier noch in aller Ruhe umschauen. Die... Oh, verspätet! Wups! Ja, sind wir mal freundlich, ne? Bist du okay? Au, weh! Ach, geht schon! Sorry, ich hatte es eilig! Hey, gehörst du zu der Klasse dort? Sag mal, ist die erste Stunde schon vorbei? Mist! Der Garten hier ist viel größer als der, bei dem ich zuletzt war. Hey, sag! Ich komme gerade von einem anderen Garten. Kannst du mich mal kurz rumführen? Eigentlich haben wir dafür keine Zeit, aber wir sind ja so freundlich und, ja. Ne? Na gut. Gehen wir! Cool! Wir gehen am besten runter in die Eingangshalle und sehen uns den Wegweiser an. Okay, das machen wir dann mal. Ja, haben wir schon jemand hier im Schlepptau. aber nicht im Inventar. Also in dem... Nee, da ist es natürlich nicht. Okay. Ja, gut, dann weiter. Verlieren wir keine Zeit. Gucken wir uns noch ein bisschen mit der jungen Dame um. So, was ist hier los? Hallo? Hey, warte mal. Willst du sie haben? Diese Karten habe ich von meinem Bruder. Aber ich kann damit nichts anfangen. Hier, nimm. Hm? Wie man mit diesen Karten spielt? Keine Ahnung. Öffne doch das Menü und schau im Tutorial unter Karten nach. Dort bekommst du alles erklärt. Wenn du mit jemandem Karten spielen willst, drück einfach Quadrat. Soll wohl unter Spielern so was heißen wie Spiel mit mir. So, damit wäre das auch geklärt. Ach ja, ich selbst habe keinen blassen Schimmer von Kartenspielen. Und wir erhalten 7 Karten. Yay, unsere allerersten 7 Karten. Wie gesagt, das Spiel nennt sich Triple Trade. Ist ein sehr, sehr großes Mini-Karten-Game. Und das werden wir immer mittwochs spielen. Freut euch drauf. So, ja, dann gehen wir weiter. Ab in den Aufzug. Ja, ihr könnt mir natürlich auch schon euer erstes Feedback abgeben, wobei das jetzt am Anfang natürlich schwierig ist. Ich würde euch auch vorschlagen, wartet vielleicht damit noch, bis wir diese Schule verlassen, bis wir mal kämpfen und so. Dann könnt ihr das vielleicht besser einschätzen, wie alles abläuft. Wobei die Story natürlich erst später so richtig in Fahrt kommt. Das ist der Wegweiser. Okay, gucken wir uns den noch an.
Das ist der Wegweiser im Erdgeschoss. Der Balam-Garten ist groß. Schau lieber auf die Tafel und gib hier dein Ziel ein. Ah, okay. Frage! Wie benutzt man die? Mit der Richtungstaste und X das Ziel bestimmen. Also man kann da schnell reisen sozusagen. Als nächstes erkläre ich dir die einzelnen Baukomplexe. Okay, okay. Im Norden sind die Quartiere. Fast alle Schüler wohnen in diesen Quartieren. Nur die wenigsten pendeln von außerhalb. Ja, ja, ich habe auch ein Quartier gemietet. Hier kannst du dich umziehen und ausruhen. Im Westen des Nordflügels ist die Mensa. Das Hotdog? Okay. Ist sehr beliebt. Wenn du eins willst, musst du anstehen. Hab verstanden. Im Osten des Nordflügels ist der Parkplatz. Wenn eine Mission ansteht, fahren wir meistens von hier aus mit einem Gartenauto. Im Süden steht nur das Haupttor. Richtig, Quissi Strepe, meine Ausbilderin wartet ja am Haupttor. Hm? Was ist los? Nichts. Das ist der A-Flügel. Hier ist gleich der Schulhof. Da wird gerade etwas vorbereitet. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Das Schulfest. Ich mach mit. Ich mach im Komitee mit. Wenn du magst, können wir es gemeinsam machen. Weiter im Text. Im Westen ist das Lazarett, beziehungsweise die Krankenstation. Normal gehst du dahin, wenn du verletzt bist, aber es gibt Leute, die dort einfach nur rumhängen. Wie heißt denn der Arzt? Frau Dr. Katowaki. Im Osten schließlich ist die Übungshalle. Die einzige Einrichtung, die auch nachts benutzt kannst. Es heißt zwar Übungen, die Monster da drin sind jedoch echt. Wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar ums Leben kommen. Boah, ich werde Acht geben. Südlich des P-Flügels ist die Bücherei. Hier kannst du dir Bücher ausleihen, aber meistens ist es einfacher, im Schulrechner nachzuschauen. Du weißt ja, dass im zweiten Stock die Klassenzimmer sind, ne? Ich weiß, ja. Im dritten Stock ist das Direktorat, du brauchst aber eine Genehmigung. Frage, wie heißt der Direktor? Direktor Sid, ja. Er muss ja irgendwo immer dabei sein, der gute Sid. Diesmal ist er also Schuldirektor, auch schön. Alles klar, das wäre alles. Hab verstanden! So, nach dieser schönen kleinen Einführung würde ich sagen... Hey, hör mal, du nimmst doch heute an der Seed-Prüfung teil. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht nachher. Die Theorie habe ich in meiner alten Garde gemacht. Ich nehme heute auch an der Seed-Prüfung teil. Ich wünsche euch beiden Glück. Uns beiden. Und danke, danke! Ja. Und das, werte Freunde, das hat er vergessen zu erzählen, das ist ein Speicherpunkt. Und hier werden wir unseren ersten Part abspeichern. Ich bin auf euren Ersteindruck gespannt und wie gesagt, morgen geht's ja dann schon wieder weiter. Freut euch drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8.